In diesem Lernprogramm wird Ihnen der neu entwickelte Reihen-Sechszylindermotor M50 vorgestellt. Lernen Sie seine Merkmale, Bauteile und Besonderheiten kennen. Neben der BMW-typischen Laufruhe sind seine wichtigsten Eigenschaften höhere Motorleistung, innovative Technik, Wartungsfreundlichkeit und Zukunftssicherheit. Völlig neu konzipiert wurde ein Vierventil-Zylinderkopf. Zum ersten Mal im europäischen Automobilbau ist damit ein Sechszylinder-Großserienmotor schon in der Basisversion mit Vierventiltechnik ausgerüstet. Über zwei separate Ketten erfolgt der Antrieb der beiden Nockenwellen. Die Betätigung der Ventile erfolgt über Tassenstößel mit integriertem hydraulischem Ventilspielausgleich. Der Motor ist wie sein Vorgänger in den Varianten 2 Liter und 2,5 Liter Hubraum jedoch grundsätzlich in der Katalysatorausführung verfügbar. Als 2 Liter Version entwickelt der M50 110 kW, als 2,5 Liter Ausführung 141 kW Motorleistung bei 5900 Umdrehungen pro Minute. Beide Motoren sind auf bleifreien Superkraftstoff mit ROZ 95 ausgelegt. Dadurch war eine Anhebung der Verdichtung und damit der Leistung bei günstigem Kraftstoffverbrauchsniveau möglich. Die Vierventiltechnik bei BMW. Im Sportbereich Tradition. Neu dabei ist die Übernahme des Konzeptes für die Großserienfertigung. Die besonders günstigen Strömungsverhältnisse der angesaugten Luft und der Verbrennungsgase werden durch die V-förmige Anordnung der Ventile mit jeweils 4 Ventilen pro Zylinder erreicht. Durch die optimierten Längen und Querschnitte des gesamten Ladungswechseltraktes wird ein hoher Füllungsgrad erreicht. Die Folge sind hohe Leistungs- und Drehmomentwerte über den gesamten Drehzahlbereich. Die Zündkerzen liegen zentral zwischen den symmetrisch angeordneten Ventilen. Bei gleichmäßig langen Flammenwegen wird das Gemisch schneller und weniger klopfgefährdet verbrannt. Dies wirkt sich positiv auf Kraftstoffverbrauch und Emissionsverhalten aus. Mit Einsatz der Vierventiltechnik wurden die Ventilabmessungen reduziert. Kleinere Ventile bedeuten reduzierte Schließkräfte der Ventilfedern. Durch die intensive Kühlung des Ventilführungs- und Ventilsitzbereiches konnte auf die sonst üblichen natriumgefüllten Auslassventile verzichtet werden. In diesem Kapitel des Lernprogrammes befassen wir uns mit den konstruktiven Merkmalen des Motors. Geschützt unter einer Kunststoffabdeckung befindet sich die neue ruhende Zündverteilung.
Unter dem Zylinderkopfdeckel betätigen zwei Nockenwellen 4 Ventile pro Zylinder. Die Einlassnockenwelle ist mit einem Ölspritzschutz aus Kunststoff versehen. Die Steuerung der Ventile erfolgt über Tassenstößel mit hydraulischem Ventilspielausgleich. Sehr kleine Ventilwinkel ermöglichen einen flachen Brennraum mit der Konzentration des Brennvolumens um die zentral angeordnete Zündkerze. Um einen sehr kleinen Ventilwinkel zu erreichen, wurden Tassenstößelgehäuse entwickelt, die je Nockenwelle auch Träger der hydraulischen Tassenstößel sind. Im vorderen Bereich des Zylinderkopfes ist ein geschlossener Kettenraum zur Aufnahme des Nockenwellenantriebs angegossen. Der Motor M50 ist mit einem Einfachrollen-Kettensteuerungsantrieb ausgestattet. Ketten sind höher belastbar, besitzen eine längere Lebensdauer. Der Steuerungsantrieb besteht aus einem Primär- und Sekundärantrieb. Die Auslassnockenwelle wird über die Primärkette von der Kurbelwelle angetrieben. Die Kette wird in einer Führungs- und Spannschiene geführt. Dabei sorgt ein hydraulischer Kettenspanner für eine gleichbleibende optimale Dämpfung. Die Sekundärkette treibt von der Auslassnockenwelle die Einlassnockenwelle an. Auch sie verläuft in einer Führungsschiene sowie einer Gleitschiene mit Kettenspanner. An der Einlassnockenwelle ist auch ein Signalgeberrad zur Zylindererkennung befestigt. Beide Ketten werden zusätzlich gekühlt und geschmiert. Die Ölspritzdüse der Sekundärkette und die Ölspritzdüse der Primärkette. Durch diese zusätzliche Schmierung wird das Gleitverhalten verbessert und die Temperatur an den Reibflächen herabgesetzt. Das Nockenwellenrad der Primärkette wurde links und rechts mit einer Gummischicht belegt. Sie dient der Geräuschdämmung. Eine dritte Kette treibt über die Kurbelwelle die Ölpumpe an. Hier nochmal die drei Antriebsketten. Die Primärkette von der Kurbelwelle zur Auslassnockenwelle. Die Sekundärkette von der Auslassnockenwelle zur Einlassnockenwelle. Die Antriebskette der Ölpumpe von der Kurbelwelle zur Ölpumpe. Ein Wort noch zum Kurbeltrieb und Kolben. Neu gegenüber dem M20 ist ein Topfschwungrad in Gussausführung, was zur Verbesserung der Laufruhe beiträgt. Typisch für die Kolbenausbildung des M50 sind die 4 Ventiltaschen auf den Kolbenboden, je 2 für Ein- und Auslassventile. In der 2,5-Liter-Version weist der Kolbenboden eine zusätzliche zentrische Kugelmulde auf. Mehrfach wurde bisher der hydraulische Ventilspielausgleich HVA erwähnt. Der HVA ist in einen Tassenstößel integriert. Schauen wir uns nun die Funktionsweise des Tassenstößels in einer Grafik näher an. Stark vereinfacht besteht unser Tassenstößel aus mehreren Ölvorratsräumen, einem Hochdruckraum, einem Kolben und einem federbelasteten Rückschlagventil. Fließt nun Öl über den Zulauf in den Tassenstößel, füllt es zunächst die Vorratsräume und öffnet das Rückschlagventil. Jetzt wird auch der Hochdruckraum gefüllt. Drückt die Nocke den Tassenstößel nach unten, entsteht im unteren Teil des Tassenstößels ein hoher Druck. Das Ventil schließt wieder.
Eine genau bemessene Ölmenge wird über den Leckspalt herausgedrückt. Diese Korrektur ist erforderlich, um die temperaturbedingte Längenausdehnung des Ventilschaftes auszugleichen. Mit dem M50 wurde bei einem Sechszylinder erstmalig die ruhende Zündverteilung eingeführt. Die Kabel für die Ansteuerung der Zündspulen sind sauber geordnet in Schächten verlegt. Die sechs Zündspulen sind mit gesicherten Kontaktierungen versehen. Direkt auf den Kerzen aufgesteckt, sind sie unmittelbar im V-Winkel über den einzelnen Zylindern angebracht. Hier wird die Anordnung der Bauteile besonders deutlich. Zündspule, Kerzenstecker, Zündkerze, Ventile. Die ruhende Zündverteilung mit den Bauteilen Kabelbaum und den sechs Zündspulen plus den Kerzen ersetzt das konventionelle Zündsystem mit dem Zündverteiler, der einzelnen Zündspule, dem Zündsteuergerät, den Kerzensteckern und dem Kabelbaum. Das bedeutet Entfall von Verschleißbauteilen sowie den Funktionsstörungen durch Oxidation, Hochspannungsüberschläge oder Feuchtigkeit. Durch die ruhende Zündverteilung sind keine konstruktiven Änderungen am Zylinderkopf notwendig. Die Ölversorgung des M50 weist einige Neuerungen auf. Die Ölspritzdüse der Primärkette kennen Sie bereits. Ebenso die der Sekundärkette. Neu ist auch das im Zylinderkopf befindliche Rückschlagventil für den oberen Ölkreislauf. Deutlich ist hier eine der sechs Ölspritzdüsen für die Kolbenbodenkühlung sichtbar. Der Riementrieb für die Nebenaggregate des M50 ist mit wartungsfreien Keilreppenriemen ausgestattet. Der Keilreppenriemen hat den Vorteil, durch kleinere Biegeradien größere Übersetzungen der Nebenaggregate zu ermöglichen. Somit können höhere Leistungen übertragen werden. Ein hydraulischer Riemenspanner je Antrieb dämpft hydraulisch in einer Richtung. Die Keilrippenriemen treiben die Nebenaggregate auf zwei Ebenen an.
In der ersten Ebene den Hauptantrieb. Kurbelwelle, Spannrolle, Wasserpumpe, Umlenkrolle, Generator, Lenkhilfpumpe. Am Motor sieht das so aus. Kurbelwelle, Spannrolle, Wasserpumpe, Umlenkrolle, Generator, Lenkhilfpumpe. In der zweiten Ebene treibt der Keilriemen über die Kurbelwelle und die Spannrolle den Klimakompressor an. Am Motor sieht das so aus. Kurbelwelle, Spannrolle, Klimakompressor. Anstelle der gebräuchlichen Ansaugspinne aus Aluguss wird beim M50 eine einteilige Kunststoffsauganlage eingebaut. Für die Befestigung der Sauganlage am Zylinderkopf sowie diverse Anbauteile wurden sogenannte Inserts, also Metalleinsätze, verwendet. Die Verwendung von Kunststoff ergibt akustische und gewichtsmäßige Vorteile. In diesem Kapitel des Lernprogrammes werden Sie mit den elektronischen Neuheiten vertraut gemacht. Beim M50 ist eine neue, in den Funktionen erweiterte digitale Motorelektronik M3.1 eingesetzt. Das Motronik-Steuergerät ist mit einem 88-poligen Anschlussstecker versehen. Es besitzt zwei Platinen. Und BMW setzt hier zum ersten Mal ein Zwei-Rechner-Konzept ein. Ein Hauptrechner für die Zündfolge und die Ansteuerung der Stellglieder. Der zweite Rechner ist ausschließlich für die vollsequentielle Einspritzung verantwortlich. Ferner sind Digital- und Analogteil getrennt. Das ergibt eine Sicherheit gegen Störfrequenzen. Ein Vorteil, der sich beim Einbau von Kommunikationsgeräten im Fahrzeug zeigt, zum Beispiel Telefon oder Radio. Der M50 besitzt als erster BMW-Motor statt der Variantenkodierung des Steuergerätes eine Kennfeldprogrammierung. Die Programmierung erfolgt im Kundendienst über den mobilen Diagnosecomputer MODIC. Weitere Unterschiede der Motronik M3.1 zu ihren Vorgängern sind neben der vollsequentiellen Einspritzung Voll-Sefi die ruhende Zündverteilung. Eine sensiblere Sensortechnik, zum Beispiel Drosselklappenpotentiometer und Hitzdrahtluftmassenmesser. Das Steuergerät der 3.1 Motronik wird innerhalb der E-Box nicht mehr verschraubt, sondern einfach gesteckt. Es muss hörbar einrasten. Wie bereits im Abschnitt 4-Ventiltechnik erwähnt, wurde bei der Geometrie der Ein- und Auslasskanäle größter Wert auf gute Füllung gelegt. So sind die Kanäle jeweils paarweise noch im Zylinderkopf zu einem ovalen Querschnitt zusammengeführt. Auf der Ansaugseite
wie auf der Auslassseite. Deutlich der ovale Querschnitt sowie die beiden Kanäle, die zu den Ventilen führen. Die neu entwickelte Zweiloch-Einspritzdüse kann beide Kanäle optimal versorgen. Das Gemisch wird durch intensives Zerstäuben homogener aufbereitet. Die Motronic M3.1 erlaubt mit ihrer vollsequentiellen Einspritzung eine individuelle Einspritzung pro Zylinder und die angepasst an alle Betriebsarten. Selbst während des Betriebsablaufes wird die Einspritzung an geänderte Lastzustände angepasst. Beim Kaltstart läuft die Kraftstoffpumpe für ca. eine Sekunde vor. Dann erfolgt ein Vorabspritzer aller 6 Einspritzventile. Jetzt wird die Kaltstartsteuerung aktiviert. Kühlmitteltemperaturabhängig und drehzahlabhängig setzt der Voll-Sefi-Betrieb ein. Alle 120 Grad Kurbelwellenwinkel spritzt ein Einspritzventil in der Zündreihenfolge Kraftstoff ab. Beispiel Zündfolge 1, 5, 3. Bei Lastwechsel kann zylinderspezifisch ein Nachspritzer, eine Verlängerung, ein Spontanspritzer pro Ventil erfolgen. Am Beispiel Zylinder 1 und 5. Das Ganze nochmal langsam. Nummer 1 spritzt, dann Nummer 5, dann wieder kurz Nummer 1, das Nachspritzen. Am Zylinder 1, 5 und 3. Das Ganze nochmal langsam. Nummer 1 spritzt, Nummer 5 spritzt, Nummer 3 spritzt und verlängert. Am Beispiel Zylinder 3, 5 und 6. Das Ganze nochmal langsam. Nummer 3 spritzt, Nummer 5 spritzt und Nummer 6 spritzt spontan dazu. Die Ansteuerung der Einspritzventile beim M50 erfolgt also getrennt voneinander. Ebenso wie die Ansteuerung der 6 Zündspulen. Die Vierventiltechnik und ruhende Zündverteilung ermöglicht den Einsatz einer neuen Zündkerze. Markantes Merkmal ist die Dreieckmasse-Elektrode. Die neuen Kerzen haben eine wesentlich längere Lebensdauer. In dem letzten Kapitel des Lernprogrammes zeigen wir Ihnen das Ausbauen der Tassenstößel und die Positionierung der Nockenwelle im Zeitraffer.
An dieser COHC-Entnahmestelle kann mittels Spezialsonde COHC pro 3 Zylinder gemessen werden.